Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Kanal beschäftigt sich zu großen Teilen mit prophetischen Themen, endzeitlichen Themen. Allerdings beginne ich in Johannes 3, und zwar in dem Kapitel, wo es um die Wiedergeburt geht, wo Nikodemus zu Jesus kommt und mit ihm über die Wiedergeburt spricht. Viele stürzen sich relativ schnell in prophetische Themen. Wer ist das Endzeittier, ja, das Tier aus dem Land? Wer ist das Tier aus dem Meer? Was ist das Mahlzeichen des Tieres etc.? Aber um diese Bibelstellen zu verstehen, braucht man Vorkenntnisse. Man kann das nicht einfach aus dem Stand heraus oder im Vorbeigehen verstehen. Wir müssen dazu auch und insbesondere ins Alte Testament gehen, müssen uns im Alten Testament informieren. Ich bin der Auffassung, dass alles, was wir im Neuen Testament haben, auch im Alten Testament zu finden ist. Die Entrückung, der Antichrist, der falsche Prophet, das Mahlzeichen des Tieres etc. Die Hure Babylon, Golgatha, ja, das ist alles im Alten Testament zu finden. Auch die Wiedergeburt ist im Alten Testament zu finden. Und ich gehe nicht direkt auf diese prophetischen Texte zu, wie Daniel 9, ja, oder Daniel 7 und 8 mit dem kleinen Horn, sondern ich beginne ganz einfach zu den Füßen des Meisters, ja, zu den Füßen Jesu und bei dem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Da geht es um heilsnotwendige Dinge. Jesus spricht mit Nikodemus über Golgatha und über die Wiedergeburt, ja, über das objektive Heil und über das subjektive Heil. Beide Dinge brauchen Mensch, um gerettet zu werden. Ohne Golgatha keine Rettung, aber ohne persönliche Bekehrung auch keine Rettung. Das heißt, diese beiden Themen sind Inhalt des Gesprächs zwischen Jesus und Nikodemus. Und davon ausgehend gehen wir dann ins Alte Testament und suchen mal, wo im Alten Testament Golgatha zu finden ist. Ja, das war ja ein Thema der Rede Jesu mit Nikodemus. Und dann suchen wir auch, wo im Alten Testament von der Wiedergeburt die Rede ist, weil Jesus Nikodemus vorwirft, dass er nichts von der Wiedergeburt weiß. Ja, er sagt dazu ihm, du bist ein Lehrer Israels und weißt das nicht. Das heißt also, im Alten Testament muss die Wiedergeburt enthalten sein und angekündigt sein. Sonst hätte er Nikodemus als Kenner des Alten Testaments, denn das Neue war damals ja noch nicht geschrieben, nicht getadelt. Ja, er tadelt aber Nikodemus und sagt, warum weißt du da nichts von? Also muss die Wiedergeburt im Alten Testament zu finden sein. Und dann machen wir uns ein bisschen auf die Suche im Alten Testament nach der Wiedergeburt. Machen dasselbe, was wir mit Golgatha machen, mit der Wiedergeburt. Und finden ganz erstaunliche Stellen im Alten Testament, die mit der Wiedergeburt zu tun haben. Und ausgehend von diesen alttestamentlichen Stellen, wo wir uns auch ein bisschen umschauen in der Geschichte, wie war denn damals da die geopolitische Situation, was ist denn da passiert? Typisches Kapitel natürlich Jesaja 7, gehen wir dann auch in die Endzeitreden Jesu und auch in die Offenbarung und auch zu Stellen von Paulus und dann stromern wir so ein bisschen durch die Bibel durch, ja, mit den Kenntnissen und sammeln überall Wissen, ja, damit wir ein bisschen auch das Alte Testament kennen, weil das Neue Testament aufs Alte Testament aufbaut. Und das Neue Testament ist ohne das Alte Testament nicht zu verstehen. Genauso wie umgekehrt das Alte Testament ohne das Neue nicht zu verstehen ist. Ja? Und bevor man sich an solche komplizierten Bibelstellen wagt, wie die Endzeitreden Jesu oder Johannes 9 mit diesem Bund, den der Antichrist dann schließt, mit den vielen, ja, oder mit dem Abtun des Opfers in Jerusalem, oder auch so Themen wie der dritte Tempel, der in Jerusalem angeblich gebaut werden soll. Oder dieses Thema der beiden Zeugen. Das sind alles Dinge, die im Alten Testament alle schon drin sind. Und bevor man die nicht im Alten Testament verifiziert hat und kennt und im Alten Testament auch abgeprüft hat gegen das Neue Testament, lohnt es sich nicht, im Neuen Testament diese Stellen anzuschauen, weil man dann zu keinem Ergebnis kommt. Dann kann man da zwar Vermutungen anstellen, aber das möchte ich hier bewusst nicht tun. Ich möchte gerne hinweisen aufs Alte Testament und ich möchte gerne zeigen, dass das Alte und das Neue Testament ineinander gehören. Ja? Das, was im Neuen Testament geschrieben ist, das ist im Alten Testament alles angelegt. Ja? Golgatha ist das klassische Beispiel, das kennen wir alle, dass Golgatha im Alten Testament schon vorhanden ist. Ja? Wenn die Israeliten, wenn sie aus Ägypten ausziehen, Blut an die Türpfosten streichen oder diese Geschichte mit Abraham und seinem Sohn Isaak, mit der Opferung Isaaks oder dem
dem Opfervorgang, ja, den Gott ja nicht hat ausführen lassen, aber der auch ein Bild ist auf Golgatha, wo Gott seinen Sohn dann opfert. Das sind alles Bilder aus dem Alten Testament auf Golgatha, die wir gut kennen. Und dasselbe machen wir mit der Wiedergeburt. Ich möchte gerne zeigen, dass das, was wir im Neuen Testament lesen, auch in prophetischer Hinsicht und insbesondere in prophetischer Hinsicht, aus dem Alten Testament schöpft. Also, dass wir nicht Vermutungen anstellen, sondern uns erstmal informieren im Alten Testament und mit dem Wissen, was wir dann haben, ins Neue Testament gehen und dann auch deutliche Aussagen machen können. Und da gibt es viele Querbezüge, die sich da plötzlich auftun. Das Wichtigste, was ich gefunden habe neben Golgatha, ist die Wiedergeburt Jerusalems. Ja, dass die Stadt Jerusalem an einem Tag zum Glauben an Jesus Christus kommt in der Endzeit. Das ist schon mal passiert zu Pfingsten, das wird in der Endzeit sich nochmal wiederholen. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und die Kenntnisse davon, die beginnen in Johannes 3. Ja, und das freut mich ganz besonders, weil wir jetzt nicht in irgendwelche speziellen prophetischen Texte gehen und uns dann da irgendwo verlieren, sondern zu den Füßen des Meisters erstmal zuhören. Mal hinhören und mal zuhören, was Jesus sagt. Und dann dem Wort Gottes auch im Detail folgen. Das soll und muss am Text der Bibel belegt werden, was wir behaupten. Ja? Und viele Auslegungen heute sind so Inselerkenntnisse. Ja? Bei den Nachtgesichten Zacharias, da streifen wir auch mal vorbei. Da nimmt man jedes Nachtgesicht so für sich. Ich glaube, dass diese 8 Nachtgesichte alle zusammengehören. Das ist ein kompletter Zyklus, der da gezeigt wird. Ja? Die Himmelreichsgleichnisse Jesus ist ein kompletter Zyklus. Man darf den nicht auseinanderreißen. Man kann natürlich eine Predigt machen über das ein oder andere Himmelreichsgleichnis, aber das ist ein Zyklus, das gehört zusammen. Und so gehört das Alt- und das Neue Testament zusammen. Und das zu zeigen, am Text zu zeigen, und zwar auch sauber aufzuarbeiten, das ist eigentlich Inhalt und Sinn meines Kanals. Wenn ihr das verfolgen wollt, dann ist das relativ einfach. Ihr könnt überall gucken, da wo Kapitel 1 steht, Kapitel 2, Kapitel 3, das baut so alles aufeinander auf. Die sind komplett durchnummeriert von Kapitel 0 bis Kapitel, weiß nicht, 120 mittlerweile. Keine Sorge, wenn ihr dieses Kapitel 1, 2 oder 3 anschaut, das wird nicht langweilig. Das sind Basics, die ihr braucht, um die nächsten Kapitel zu verstehen. Ja, wenn ihr Kapitel 40, 41, 42 oder 50 oder 90 anschaut, dann ist das so, als ob man ein Buch aufschlägt und sofort irgendwo in der Mitte anfängt zu lesen. Dann kennt man die Personen nicht, die Handlung nicht, weil man den ersten Teil nicht kennt. Wenn ihr die ersten Clips seht, dann baut das aufeinander auf. Das ist wie eine kleine Bibliothek eigentlich, ja, so eine Videothek, wenn man so will, wo man diese Gedanken auch Stück für Stück nachvollziehen kann. Ich verspreche euch, das wird nicht langweilig, wenn ihr bei Video Nummer 1 anfangt. Ja? Das ist nützlich und wichtig für euch, um die späteren Kapitel zu verstehen, wenn wir auch so komplizierte Sachen behandeln wie Daniel 9 oder die zwei Zeugen oder den Tempel in Jerusalem. Aber ohne die ersten Kapitel könnt ihr das nicht verstehen. Deswegen ist das alles durchnummeriert. Gibt es auch eine Playlist in YouTube. Ihr könnt euch auch selber Playlists anlegen. Ja? Wenn ihr die Videos gut findet, dann könnt ihr die abspeichern, macht euch eine kleine Playlist. Und dann könnt ihr die Videos da Stück für Stück so rein kopieren. In YouTube geht sehr gut. Und da könnt ihr euch Stück für Stück dann da entlang tasten. Ich habe immer wieder auch noch mal andere Videos hochgeladen auf diesem Kanal, die mir wichtig waren, die mit diesem prophetischen Themen nicht direkt in Verbindung gestanden haben. Ich habe das aber gemacht, weil der Kanal hier sehr, sehr viele Abonnenten hat. Ich habe einen Zweitkanal, der heißt Achim Klein-Blog, B-L-O-G. Da ist aber vielleicht ein Zehntel von dem Traffic drauf, der hier auf dem Hauptkanal ist. Deswegen veröffentliche ich die Videos immer auf dem Hauptkanal und parallel auch auf dem achimklein.blog-Kanal. Und wenn die eine Zeit lang hier gestanden sind, dann lösche ich die da wieder, weil ich nicht so gern will, dass das hier so verwässert wird. Aber wenn ihr dieser Abfolge der Kapitel folgen wollt, dann nehmt ihr einfach diese Nummern, die sind alle durchnummeriert. Die ändert sich auch nicht mehr, die Nummer, die soll so bleiben, da wird nichts mehr irgendwie nachträglich geändert dran. Sodass man das auch gut nachvollziehen kann. Auch die einzelnen Clips, die ich im Internet habe, die sind auch in Playlists drin. Eine Playlist heißt die Wiedergeburt Jerusalems. Da gibt es viele andere Playlists dann auch, die ihr aufrufen könnt. Da sind die Videos dann auch geordnet nach der Reihe. Und wenn man die anklickt, wenn man das erste anklickt, läuft diese automatisch durch, bis alle Videos angeschaut sind. Ja. Das, was ich hier veröffentlicht habe in YouTube, gibt es auch als Buch. Das Buch heißt Das neue Handbuch der biblischen Prophetie. Der Dr. Fruchtenbaum aus Amerika, ein judenchristlicher Lehrer und Professor, der hat ein Buch geschrieben, das Handbuch der biblischen Prophetie, das ist aber schon 30 Jahre alt. Und ich dachte, das sollte man noch mal überarbeiten und noch mal ein bisschen ergänzen. Habe ich gemacht und deswegen heißt das bei mir, das neue Handbuch der biblischen Prophetie gibt es bei Amazon, müsst ihr googeln.
oder bei Amazon suchen, dann findet er das auch. Gibt es als Paperback, gibt es als Hardcover. Ist aber nicht so wichtig. Alles, was in dem Buch steht, gibt es auch in den Clips. Ja? Über das Buch hinaus, weil das hat eine Obergrenze von 700 Seiten, mehr kann man da nicht schreiben, weil das Amazon da nicht mehr drucken kann oder bod.de, da kann man das auch bestellen. Über 700 Seiten geht schlecht. Ja. Deswegen findet ihr in den Clips noch einiges mehr als das, was im Buch steht. Ihr könnt auch die Clips bestellen, die gibt es auf einem Stick. Ja. Dann, wenn ihr in einen Webshop geht, müsst ihr auch mal googeln, Achim Klein Webshop, dann findet ihr das auch. Da gibt es so einen kleinen Stick, so einen USB-Stick, den ich euch kopiere. Da sind die Videos alle drauf. Das ist so alles, was ich als Einführung eigentlich dazu sagen möchte. Das ist wie so eine kleine Bibliothek, die ich hier zusammengestellt habe. Und an der man Stück für Stück, ausgehend von heilsnotwendigen Aussagen der Bibel, also nicht direkt von prophetischen Dingen, ja, da sind viele Lehrer auch so sehr nervös, ja, die springen dann direkt in endzeitliche Dinge, weißer Reiter und Antichrist und all diese ganzen Themen. Ich glaube, wir müssen anfangen zu den Füßen Jesu. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Jesus Christus ist Anfang und Ende. Ja, Ausgangspunkt und Ziel aller Schrift, die Gott eingegeben hat. Jesus Christus. Ja, und zu dessen Füßen setzen wir uns hin. Hören dir mal genau zu. Hochspannend, was da passiert. Niemand glaubt, dass in Bezug auf die Wiedergeburt noch irgendwelche Dinge sein könnten, die neu wären oder die nicht gepredigt wurden. Dieses Kapitel 3 im Johannesevangelium ist sehr, sehr oft gepredigt worden. Aber gerade da, wo man es nicht vermutet, da ist der Schlüssel, um ganz viele Bibelstellen im Neuen Testament und auch im Alten Testament aufzulösen, sich zu erschließen und zu erklären und zu verstehen. Ja? Das ist mal so die kleine Einführungsrede, die ich da gehalten habe. Ich wünsche euch ganz viel Gottes Segen, wenn ihr diese Clips anschaut. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die kommentiert. Ich freue mich auch, wenn ihr die teilt. Ja? Weil wenn ihr die teilt, dann multipliziert sich der Faktor. Ja? Viele stromern ja so auch durch YouTube und kommen dann so zufällig auf den Kanal. Aber wenn ihr die an Freunde oder Bekannte weitergebt und die kopiert und sagt, hier schaut doch mal da rein, hat das Hand und Fuß, würde ich mich sehr freuen. Ich selber bin auch immer wieder im Kontakt mit Theologen. Ich suche den auch immer sehr. Ich möchte auch gerne, dass die das verifizieren, möchte auch gerne, dass die das konstruktiv kritisieren, weil das der Sache gut tut. Ja? Geht nicht darum, dass ich jetzt da Recht habe, sondern es geht darum, dass die Bibel Wahrheit ist und wie sollen wir die Bibel auslegen und verstehen. Und die Theologen, die kennen sich halt da aus, die sprechen auch die biblischen Sprachen. Und da ist es wertvoll, wenn da auch Feedback kommt von der Seite. Ansonsten freue ich mich sehr über jeden Christen, der sich mit dem Thema beschäftigt, denn die Zeit ist nahe. Ich denke, wir sehen das alle. Ja? Euch alles Gute, Gottes Segen, vielen Dank fürs Einschalten.